Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein Rezept für Eileger. Herzlich willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Heute gibt es wieder ein Süppchen von uns und die Hauptzutat sind Erdnüsse bzw. Erdnussmus. Achtet darauf, dass da 100% Erdnuss drin ist und nichts anderes. Zu unserem Hauptakteur gesellen sich auch Nebendarsteller und das sind gefrorene Erbsen, Möhren und Zwiebel. Kokosmilch haben wir noch dabei. Genau, ein bisschen Kokosmilch und meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Als allererstes gibt es Öl in den Topf. Und dann werden wir die Zwiebeln und die Möhren darin etwas andünsten. So, meine Lieben, die Suppe hat ungefähr 15 Minuten geköchelt. Probiert es einfach, ob die Möhren durch sind. Und dann nehmt ihr euren Pürierer und macht euch eine leckere Cremesuppe daraus. Und das kann man direkt schon auf dem Herd machen, ne? Ich würde das jetzt so machen, ja. Super. Die Suppe ist jetzt fertig. Also insgesamt mit Zubereiten brauchen wir vielleicht eine halbe Stunde und ihr könnt die so genießen, dann wäre die Suppe vegan. Wenn ihr ganz gern, wie wir es beim letzten Mal ausprobiert hatten, ein Schäumchen oder ein Häubchen drüber haben möchtet, dann könnt ihr etwas Sahne aufschlagen und sie darüber tun. Heute gibt es bei uns Garnelen. Genau, die werden wir jetzt ganz kurz anbraten und zu der Suppe essen. Das war's heute in Kürze von uns. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Dann lasst mir gern einen Daumen da. Und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen von mir haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining. Wie immer mit Glöckchen, damit ihr nichts verpasst. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.